Die Zeit bei ihrer Familie ist kostbar, denn Theresa Florat ist nur selten zu Hause. Seit 1,5 Jahren lebt die 24-Jährige in Bulgarien, um dort Medizin zu studieren. Denn trotz ihres guten Abiturs und ihres Engagements konnte sie sich ihren Traum, Ärztin zu werden, in Deutschland nicht erfüllen. Dieser Frust ist auf jeden Fall da, weil ich habe es ja selber am eigenen Leib gespürt, wenn man als junger Mensch so einen Traum hat und den ja unbedingt auch verwirklichen will und alles dafür tut, was man nur kann. Und man hat das Gefühl, man bekommt jedes Mal einfach nur wieder eine Schranke aufgewiesen. Nee, so geht's nicht und das geht nicht. Schon seit Theresa klein ist, will sie unbedingt Ärztin werden. Das habe ich gefühlt, so sage ich immer. Also ich fand es super aufregend, wenn irgendwo ein Krankenhaus war, wenn irgendwo ein Rettungswagen vorbeifuhr. Und ich wusste sofort, boah, ich würde am liebsten hinterher und würde da mithelfen. Die junge Frau tut alles, um sich ihren Traum zu erfüllen. Sie ist gut in der Schule, lässt sich zur Schulsanitäterin ausbilden, macht ihr Abitur mit 1,8, absolviert ein freiwilliges soziales Jahr in der Onkologie und ihren Bachelor in Molekularbiologie. Immer wieder bewirbt sie sich an mehreren Unis und bekommt nur Absagen. Numerus clausus von 1,2 oder darunter nicht erfüllt. Hier vorne sehe ich meine allererste Bewerbung. Da weiß ich noch, wie motiviert ich war und wie ich daran geglaubt habe, dass es auf jeden Fall einen Weg geben wird, hier in Deutschland Medizin zu studieren. Ja, und dann sehe ich halt, wie ich von jedem Jahr einen weiteren Ablehnungsbescheid bekommen habe. Da merke ich, wie es wieder in mir hochkocht irgendwie. Also diese Wut, die dann irgendwie immer noch präsent ist und die dann einfach nur in die reinste Frustration übergeht. 2035 sollen bundesweit etwa 11.000 Hausarztstellen unbesetzt sein. Damit droht in den Landkreisen eine 40-prozentige Unterversorgung. Und dann wird Theresa in Deutschland ein Medizinstudium verwehrt, weil ihr Abitur nicht gut genug ist? Unverständnis bei der Familie. Vom Sozialverhalten wird überhaupt nichts berücksichtigt. Und das finde ich so schade. Einer, der kein 1-0er Abitur hat, der kann ja auch vom Sozialverhalten viel besser sein als einer, der ein 1-0er Abitur hat. Doch dann sieht Theresa, dass ihr Nachbarlandkreis Stipendien für Medizinstudenten vergibt. Der Kreis bezahlt das Studium im Ausland. Hinterher sind sie verpflichtet, im Eifelkreis Pittburg-Prüm 10 Jahre als Ärzte zu arbeiten. Doch das ist genau das, was die heimatverbundene Theresa will. Sie bewirbt sich und bekommt eine Zusage. Endlich! Ich weiß noch gut, wie ich vor 2 Jahren hier gesessen habe und mir den Kopf darüber zerbrochen habe. Oh Gott, eine andere Sprache, eine andere Kultur, so weit weg. Ich muss jedes Mal fliegen. Wie soll ich das denn alles machen? Dann noch ein Studium auf Englisch. Doch Theresa wagt den Schritt nach Bulgarien, über 2000 Kilometer von Familie und Freunden entfernt. Sie ist im 3. Semester, steht kurz vor ihrem Physikum und merkt immer deutlicher, später als Ärztin arbeiten, das ist genau ihr Ding. Nicht gut genug fürs Medizinstudium in Deutschland, aber nach dem Studium in Bulgarien schon? Eigentlich absurd. Ist so der Ärztemangel in Deutschland aufzuhalten? Wir müssen auch dafür sorgen, dass hier viel mehr Ärzte ausgebildet werden, weil es schlicht im Moment zu wenig Ärzte gibt. Es macht keinen Sinn, dafür jetzt Kolleginnen und Kollegen ins Ausland zu schicken, was den Ausbildungsweg noch länger, noch mehr verlängert, sondern es müssen in Deutschland mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden. Rund 4 Jahre hat sie noch vor sich, bevor Theresa als Ärztin nach Hause zurückkommen kann. Doch dann steht sie vor neuen Problemen. Die Frage der Promotion, die ja nur in Deutschland möglich ist. Und dort bin ich momentan dran, mich zu informieren, wo ich das eben an einer deutschen Universität tun kann. Und auch dort stoße ich halt schon wieder auf Schwierigkeiten und Hindernisse. Hindernisse für junge Nachwuchsärzte, die hier so dringend gebraucht werden. Theresa will ihren Traumberuf als Landärztin leben und dabei will sie sich nicht von der Bürokratie in Deutschland aufhalten lassen.